Hey Leute, ich habe euch jetzt hier die super epische Waffe Kronos mitgebracht. Naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, die Waffe ist ganz okay. Kronos ist eine, sagen wir mal, Anfängerwaffe, die gibt's auf Merkur, wenn ihr Ward zum ersten Mal tötet, dann kriegt ihr sie zu 100%. Und kleiner Tipp, falls ihr die Waffe später nochmal haben wollt, löscht sie nicht. Umso öfters ihr den Boss tötet, umso niedriger wird die Chance, dass er diese Waffe nochmal droppt. Das bedeutet, ich habe jetzt ungefähr 46 Runs gebraucht, bis ich nochmal eine Kronos-Blaupause hatte. Also ziemlich uncool. Ja, alles in allem ist die Waffe einfach nur ein bisschen verändertes Garner. Sagen wir mal leicht geupgradetes Garner. Weil wenn wir das mal vergleichen, der Base-Damage ist eigentlich der gleiche. Ich glaube 35 jeweils. Nur beim Kronos ist jetzt unser Attack-Speed etwas höher. Also leichtes Upgrade. Wobei das Garner halt einen höheren Schnittschaden hat und Schnittschaden besser ist als Einschlagsschaden. Also da kann man natürlich jetzt auch wieder diskutieren. Aber alles in allem, Kronos ist einfach okay. Ich habe für euch jetzt ein Bild vorbereitet, das ist dieser hier und ich muss gestehen, er ist ziemlich unrealistisch, weil warum sollte man Kronos spielen? Weil man ein Anfänger ist, ja, es ist leider so und als Anfänger hat man wahrscheinlich keinen einzigen dieser Mods. Herabschießender Falke, da macht man die ganze Zeit die Block-Kombo, dann Zustandsüberladung, bösartiger Frost, ansteckte Plag, vulkanische Schneide, nestende Wunde, trifft in Berührung, Prime-Druckpunkt, Prime-Raserei. Es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich hier kein anfängerfreundlicheren Bild habe, aber ich sag's mal so, am Anfang hat man eh nicht viele Mods und ich sehe auch keinen Grund, warum man jetzt wirklich Former und alles in diese Waffe stecken sollte. Das heißt, falls ihr noch am Anfang seid, macht einfach einen Mods rein, was ihr habt, versucht auf Damage zu gehen, aber so sollte es zum Beispiel später aussehen, nur damit ihr so eine kleine Vorlage habt, worauf es später ankommt. Aber ihr wisst ja, das generell so hier eigentlich mein Ziel. Nicht das zu zeigen, was möglichst einfach ist zu erreichen, sondern was meiner Meinung nach das Bestmöglichste ist. Einfach damit man das so als Vorlage hat und sich zumindest mal dran orientiert und, sagen wir jetzt, je nach Waffe oder so nicht fünf falsche Formas oder sowas reinhaut, weil das wäre dann doch schon sehr ärgerlich. Jetzt erstmal eine gemischte Palette. Also ihr seht schon, überragend ist das jetzt nicht. Und sogar der Attack-Speed ist eher noch bescheiden. Ach, das ist ja jetzt ein Viralbild, okay. Viral und Hitze. Ich kann das gleich auch nochmal in Korrosion und Hitze abändern. Ich glaube, da habe ich jetzt einfach nur die Elementarmods vertauscht. Aber ich sage immer wieder, ihr könnt es ja so austauschen, wie ihr es gerade braucht. Aber eine Kleinigkeit möchte ich jetzt doch noch gerade erwähnen, bevor es gleich weitergeht. Moment, das ist dann. Nämlich die Waffe hat eine 5er Disposition. Das bedeutet, ich benutze die Waffe jetzt zum Beispiel bei Gaara. Und da habe ich mir jetzt einen Riven geholt mit Schnittdamage und Nahkampfschaden. Das bedeutet, für die Gaara 1 ist das dann super, super stark. Also, ihr könnt auch jede andere Waffe mit einer 5er Disposition nehmen. Ich wollte nur gerade nochmal extra darauf hinweisen, die Waffe hat eine 5er Disposition. Und dieser epische Riven hat mich ganze 30 Platin gekostet. Ich muss ja gestehen, ich finde die Finisher so ein bisschen interessant hier bei der Combo, aber naja, wirklich was reißen tut man damit nicht. Ich
behaupte mal, das war jetzt ein mehr als ausführlicher Test, mehr als diese Waffe überhaupt verdient hat. Und ich denke mal, das sollte jetzt eigentlich keine Frage mehr offen bleiben. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis bald.